Und jetzt eine Premiere, denn ich zeige euch jetzt mal Jonas vor der Kamera. Nicht sonst wie sonst, dass er hinter der Kamera ist, dass er nun hört, sondern heute zeige ich euch ihn mal. Und das geht jetzt los. Kleiner Moment, ich drehe euch mal schnell um. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, es ist früh, ja, 7:45. Kinder sind im Bad, die ziehen sich gerade an. Lorraine zieht die Kinder an. Ja, jetzt geht's gleich auf Arbeit. Mal sehen, was dort gibt. Bin heute nie ganz so glücklich drüber, aber was soll man machen, das gehört einfach dazu. Dass ich heute woanders hin muss, aber ist egal. Ansonsten, was ist jetzt passiert? Vorgestern am Mittwoch ist es so gewesen, dass Jonas seine Schuluntersuchung hatte und hat mit Bravour bestanden, hat alles soweit geschafft. Das heißt, unser Großer darf im Sommer in die Schule gehen. Gestern, der Donnerstag, ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe vergessen, die Kamera mitzunehmen. Ja, was ist passiert? Ich bin auf Arbeit gefahren, habe halt normal meinen Dienst abgerissen und bin danach nochmal schnell einkaufen gefahren, weil wir abends dann einen Himbeer-Quarkauflauf gemacht haben. Das habe ich jetzt nie gefilmt. Ich habe es bei Facebook hochgeladen gehabt. Also wenn es interessiert, kann gerne dort schauen, wie es aussah. Rezept steht auch mit dabei. Ja, ansonsten war auch gestern wieder nicht viel, was man hätte filmen können. Und deswegen mal schauen, wie das Video wird, ob es ein Video wird, ob es zu kurz wird. Mal sehen. Ja, ich bin wie gesagt fertig. Für sowas gemacht. Oder das, was man für so nennen kann. Ja, tap, wie immer. Und ja, ich würde sagen, ich gucke jetzt, dass die Kinder fertig werden. Den Großen nehme ich mit. Wenn ich auf Arbeit fahre, schaffe ich die Kita und die Kleine nimmt Lorena mit. Also würde ich sagen, erstmal bis später. So, es ist Abend. Schon, ich kann es gar nicht lesen, 6:45 die Uhr. Lorena ist auch da. Da. Und jetzt eine Premiere. Denn ich zeige euch jetzt mal Jonas vor der Kamera. Nicht sonst wie sonst, dass er hinter der Kamera ist, dass er nun hört. Sondern heute zeige ich euch ihn mal. Das geht jetzt los. Kleinen Moment, ich drehe euch mal schnell um. Da, Jonas. Es war kein Flummi, es war Jonas. Das war Jonas. Das habt ihr dann mal gesehen, das erste Mal. Ja, natürlich zeigen wir ihn euch nicht, sondern er hat sein Ninja-Kostüm an, was gekommen ist, was er zum Fasching anziehen wird. Ja, dann haben wir jetzt Jonas zum Nuk Mui angemeldet. Wer nicht weiß, was Nuk Mui ist, weiß ich auch nicht. Das ist irgendeine Verteidigungskampfsport-Situationsart. Und haben ihn jetzt zum Probetraining angemeldet für Kinder. Denn Jonas hat es ja geschafft, in die Schule, also dass er den Schultest geschafft hat. Und um einfach ein bisschen ausgelasteter zu sein, weil er ist doch ein bisschen hibbelig, ne, Großer, haben wir ihn jetzt, wie gesagt, bei Nuk Mui angemeldet. Und ja, am Mittwoch werden wir sehen, wie es ist oder nicht ist. Ihr seht hier Jonas, der tut mich schon malträtieren. Ja. Bin stark? Ja, du bist sehr stark. Und ja. Tut das weh? Nein, tut nicht weh. Ja, so, jetzt habt ihr Jonas mal gesehen. Jonas winkt nochmal. Jonas winkt nochmal. So, Mama winkt nochmal. Ich wink nochmal. Und dann sagt man erstmal Tschüss.